So, wir gehen noch ein Video rein, was mir vorgeschlagen wurde. One in a Million Mistakes in Football. Das ist ein super Titel, der hat mich gecatcht. Wir haben uns ja schon Best-ofs und so alles reingezogen, aber mal so richtige Fehler. Zwei Eigentore in der ersten Hälfte. Zwei. Das kennt ihr doch, oder? Der hat zwei Eigentore geschossen. Das war letzte Woche. Der hat in einer Hälfte solche zwei Eigentore geschossen. Vor 2 Wochen. In einem Spiel. Digga, das ist ja vorbei. Und die haben 2-1 verloren. Wo steht der? Digga, ich verstehe das ganze Video gar nicht. FIFA-Bug? Er hat getrunken? Oh, Fabianski's got it, but Werner follows up and puts it wide. Wow, this unbounded game. Absolute. Boah, voll daneben. Das ist Werner! Naja, aber der Tor war noch mit der Hand dran, oder? War das so ein Riesenfehler? Da, guck mal, er schießt den Ball mit dem Ausriss und der Torwart berührt ihn mit der Hand. Die andere Szene war auch Werner. Oh Gott, ja, dann ist shit. Das ist sich voll unangenehm, wenn das in einem vollen Stadion passiert. Zählt das? Darf man das? Champions League Finale! Digga, was ist denn im Fußball passiert? Champions League Finale 2018. Oh, ist das unangenehm mit der Hacke auch noch. Das ist ja ein Albtraum, das Video. Was? Ey, das Video ist geil. Halt's Maul. Oh! Digga, was? Du bist doch komplett gebrochen, oder? Digga, mir tun die Leute so leid. Oh, Teufel, vielleicht tun so weh. Was? Das kann doch nicht passieren! Als Torwart! Das ist ja der Wahnsinn. Delivery and again Lerono is forced into a save, but has he kept it out? No, he has not. This is so bitter. This is ja so bitter. Aguero missed. Look again, pinch yourself and check. Digga, wie die Trainer. 0, 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
What the fuck? Wieso? Das sehen wir jedes Mal, wenn du beim SSV im Sturm spielst. Ey, so eine Scheiße. Hand! Hä? Das ist ein volles Stadion! Alleine wie viele Leute den Sieg unbedingt wollen oder wie viele Leute in Sportwetten sind und alles. Und dann passiert das! WM-Finale? Nein. Länderspiel. Halt's Maul. Das verstehe ich, das habe ich nicht verstanden. Wieso wirft er den Ball zu? Hey, das verstehe ich nicht. Er dachte Freistoß. Das ist so schrecklich. Das ist doch so schrecklich anzuschauen, oder? Nein! Nein! Das ist ein FIFA-Tor. Das ist ein FIFA-Tor. Also in FIFA passiert das jedes fünfte Game. In echt glaube ich nicht so oft, aber in echt kann es auch passieren. Oh, zuerst macht der Torwart den größten Fehler, den es gibt, und dann macht der Stürmer macht noch einen größeren Fehler. Oh, ist das bitter. Oh, darf er den von der Hand schießen? Wenn er ihn in der Hand hält, im Fünfer? Zeig mal. Er hat den Ball an den Händen. Darf er nicht, zählt nicht, oder? Guck mal, er hat ihn in der Hand, wenn er kickt. Er war nur mit der Hand dran. War noch nicht fixiert. Ah, er hätte ihn nicht in die Hand nehmen dürfen. Ja, aber dann muss er abgepfiffen werden, wegen in die Hand genommen. Olha a bobeira, roubou. Agora eu quero ver. É ele sozinho, Tite. Oh Gott. Oh, was? Ich dachte, er schießt daneben. Digga, was passiert denn hier? Oh Gott. Er ist in den Boden getreten. Was ist das für eine random Szene? Ja, okay, scheiß drauf. Alle FIFA-Tore sind doch realistisch. Da halt doch das Maul, da ist ja alles passiert. Was ging denn hier bitte ab? Das ist ja schon der Riesenfeld, dass er noch weiterläuft. Ist der Wahnsinn. Dann in der Mitte, er grätscht, der Ball flutscht nach oben. Geht gegen den Pfosten, Torwartsleute dran vorbei, nimmt kurz Hand. Krank. Das kann ich nicht, das packe ich nicht. Er denkt sich einfach lieber Gegentor als eine Ecke. Was macht er mit ihm? So schreit er ihn so an. Was für ein komischer. Bayern 04?
Lol, wieso ist der so komisch? Vorher Beef. Warum ist der so komisch? Das war letzte Sekunde und dadurch ist Atletico raus. Ja, aber trotzdem. Ist ja voll komisch. Ich finde jetzt, also, oder? Das habe ich noch nie gesehen. Das ist doch überall Kameras. Das sieht man doch. Wie unsympathisch. Voll unsportlich. Atletico hat vorher Scheiße gemacht. Okay, na gut. Übertrieben salzig. Was ist das? Oh mein Gott. Oh, was? Digga, ich dachte immer, das ist der Fail, dass die sich gegenseitig der... Guck mal. Das ist ja schon... Er fällt hin, ist ja schon Katastrophe. Dann fällt er drüber. Das hat der Fußball noch nicht gesehen. Und dann noch ein Eigentor. Digga, was ist das da hinten für eine Dreierkette? Die brauchen wir für den SSV Harztag. Dann noch... Digga, die drei sind... Die nehmen wir direkt auf im Verein. Die haben einen freien Platz. Wir haben zwar schon 60-Mann-Kader, aber die drei dürfen spielen. Die nehmen wir direkt so, die drei. Ja, gut. Warum war der Platz früher so scheiße? Halt. Ne. Ihr versteht es nicht. Ihr versteht nicht, was hier passiert. Muss ich euch jetzt Fußball erklären? Das ist komplett krank. Er macht mit dem Stürmer einen Doppelpass. Er passt zurück zum Stürmer. Der Stürmer passt wieder zum Verteidiger. Und der Verteidiger ballert. Und der andere Verteidiger wird jetzt zum Torwart. Und der Verteidiger knallt das Ding unter die Latte. Das war ein doppelter Doppelpass in Kombination mit Verteidigern und Stürmern. Das ist die Team mit den Gegnern, das darf man nicht. Dafür kriegt man 3-Tage-Bann oder dein Account wird gesperrt. Das ist offensichtliches Teamen. Nein. Der hat sich jetzt dadurch zweimal auf sein Gesicht ist er gefallen. Einmal ist er hingefallen, einmal wollte er hechten. Der ist zweimal mit dem Gesicht im Rasen drin. Zweimal. Bam! Richtiger Aufschlag sehen wir am Kopf. Bam! Noch. Es ist gar nicht so witzig, wenn es nicht so traurig wäre. Der hat einfach eine doppelte Gehirnerschütterung. Nein! Das ist, glaube ich, das schönste Fußballvideo, was ich je gesehen habe. Es ist so traurig, aber es ist auch so witzig. Das sah komplett nach Volleyball aus. Als würde er jetzt so den Ball über die Latte pritschen wollen. Das ist so krass. Der schießt ihm den Ball in die Fresse. Und Traumtor. Der Ball ist zweimal auf der Latte gehüpft. For Berardi, Sorrentino, again, and then whoa. Boah, ist das schön. Das ist wirklich. Da fehlen mir komplett die Worte. Oh, what a known goal there by Giaccherini. Eigentor, Traumtor. What? Das ist so krank. Wie krank ist das denn? Kennt ihr die Szenen? Die müssen doch viel bekannter sein. Kennt ihr die alle? Ich kann es nicht fassen, dass ich das nicht kenne. Er hebt nur seine Hacke, um den Ball ein bisschen abzufälschen. Und der ist einfach drin. Wie übertrieben random.
Boah. Ich glaube, ich würde mir eventuell selber in die Fresse hauen. Den Fail finde ich gar nicht so schlimm hier, muss ich sagen. Du bist im Vollsprint mit einem schwachen Fuß. Das kann dir einmal im Leben passieren oder auch zwei, dreimal. Oder? Die sind halt im absoluten Vollsprint. Ist ja auch nicht voll daneben, ist Pfosten. Also ich finde es nicht... Klar, ist natürlich schon Shit, aber trotzdem. Das kann meinetwegen auch Messi oder Cristiano Ronaldo passieren, ist mir scheißegal. Nur ihm passiert das halt 20 Mal. Echt? Das passiert ihm jede Woche. Das stimmt doch nicht. Also ich finde, dreimal in der Karriere kann das passieren. Wenn das jede Woche von Nunes passiert, jedes Game, der ist Linksfuß. Ja, scheiß auf mich, dann habe ich nichts gesagt. Das ist so krank. Ich weiß nicht, warum die den so retten wollen. Boah, er tritt daneben. Geiles Video. Geiles Video. Da hat der YouTube-Algorithmus mal wieder einen rausgeholt, ey. Das wurde mir vorgeschlagen. Dachte ich mir, schaue ich im Stream. Beste Entscheidung. Das war das beste Fußballvideo, was ich je gesehen habe. Ich glaube, ich wurde von keiner Compilation so unterhalten wie von der. Es war unglaublich traurig, aber auch wahnsinnig witzig und schockierend. Grandios.